herzlich willkommen zum Lebenstrauma-Kongress. Heute habe ich einen speziellen Gast, beziehungsweise ich darf bei ihm sein. Vielen Dank, Franz, dass ich hier sein darf. Franz Renkli. Er ist ursprünglich Psychoanalytiker und hat eine eigene Praxis für Psychotherapie seit 50 Jahren und ist spezialisiert auf Körpertherapie mittlerweile und speziell auf Schwangerschaft und Geburt. Und du arbeitest seit jeher, seit du deine Praxis hast, mit Paaren und Familien. Ja, ja, danke Franz, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch heute. Gerne. Und danke dir für die Einladung. Sehr, sehr gerne, ich freue mich drauf. Magst du uns ein bisschen mitnehmen, was dich dahin geführt hat, wo du jetzt bist, so deinen Weg, uns ein bisschen schildern? Ich mache es ganz kurz, du kannst nachfragen, wenn du Bedürfnis hast. Ich war ursprünglich Psychoanalytiker und habe dann nach 11 Jahren Analyse gedacht, ich sei geheilt und wurde ein Jahr später suizidal. Und dann habe ich gemerkt, also das ist nicht ganz die Heilung. Und so bin ich auf die Körperpsychotherapie gekommen, habe gemerkt, ich muss mit dem Körper arbeiten und bin einfach immer wieder in Krisen geraten. Relativ große Krisen in meinem Leben und dann habe ich jedes Mal wieder probiert. Also auf der einen Seite habe ich dann eine Körperpsychotherapeutin gehabt, bei der war ich 25 Jahre. Das ist so meine gute Mutter, die mich ein zweites Mal geboren hat. Und dann habe ich immer noch mal so spezielle Techniken ausprobiert mit holotropen Atmen und Primäratmen und auch mit Substanzen gereist. Und das war alles gut, aber ich habe gemerkt, da ist ein Knotenpunkt und da bin ich nicht weitergekommen. Und dann habe ich gehört, dass es Leute gibt, die ins frühere Leben zurückführen, in die Reinkarnation. Und habe ich gedacht, ja, vielleicht könnte es damit zusammenhängen. Und nach einem Jahr, nach einem Tag sind die resigniert und gesagt, deine Widerstände sind zu groß. Aber was wir machen könnten, wäre dich in deine Schwangerschaft und Geburt zurückbegleiten. Ja. Und ich wusste sofort, dort sitzt etwas. Das wird eine spezielle Geschichte. Und nach einem Tag haben wir herausgefunden, dass meine Mama nicht mehr schwanger werden wollte, in eine totale Krise geraten ist und in der Mitte der Schwangerschaft sich selber umbringen wollte. Und da ist mir wirklich klar geworden, das ist das Schlüsselelement, mit dem ich mit all meinen Techniken einfach nicht hinkommen konnte. Und als ich das gehört habe, habe ich gewusst, dass alleine das Wissen nützt nichts, sondern es gibt pränatale Therapeuten in Amerika. Und als sie nächstes Mal in der Schweiz waren, habe ich die besucht und habe die gefragt, ob sie eine Weiterbildung machen könnten in der Schweiz. Und seither bin ich auf Schwangerschaftstraumen spezialisiert. Und so bin ich dazu gekommen und jetzt habe ich schon seit vielen Jahren, biete ich selber so eine Weiterbildung an, dass die Leute das lernen können bei mir. Ja. So bin ich darauf gekommen. Also von Krise zu Krise mich angeln. Ja. Ja, danke. Ja, das war Ray Castellino und Robert Emerson. Und William Emerson. William Emerson, genau. Ja, ja. Genau. Ja. Vor rund 25 Jahren. Ja, ja, spannend. Ja, und jetzt forschst du wirklich intensiv an diesen Prägungen, die uns da mitgegeben werden, von Schwangerschaft und Geburt und hast auch einige Bücher dazu geschrieben. Und also über Schwangerschaft, über meine Arbeit habe ich eigentlich nur ein Buch geschrieben, nämlich Früheste Erfahrungen, ein Schlüssel zum Leben. Dort beschreibe ich, wie ich arbeite und die Leute, denn das ist ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, denn wenn ich dich frage, wie war deine Schwangerschaft, wie war deine Geburt, dann können alle Leute nur den Kopf schütteln und sagen, ich, oder die Mama hat mal erzählt, du bist blau auf die Welt gekommen und wir haben gemeint, du seist tot. Dann wissen sie etwas, aber erinnern können wir uns nicht. Die Erinnerung kommt erst so im zweiten, dritten, vierten Lebensjahr, dann wenn die Sprache anfängt. Mhm. Das heißt, all diese frühesten Kindheit, Babyzeit, Geburt, Schwangerschaft ist alles
nicht über Erinnerungen abrufbar. Aber was wir als Körperpsychotherapeuten wissen, ist, das ist alles im Körper gespeichert. Mhm. Und die Schwierigkeit ist, wie kommt man mit dem Körper an diese frühesten Störungen ran? Das ist das, was mich beschäftigt hat. Mhm. Was ich ursprünglich gelernt habe bei den Amerikanern und dann eine eigene Methode entwickelt habe, wie man da effektiver an diese ganz frühen Traumatisierungen drankommt. Magst du vielleicht, wenn wir jetzt gerade da schon sind, etwas über deine Methode sagen? Ja, also meine Methode ist, dass ich eben nicht so sehr über die Sprache arbeite, sondern über den Körper, wenn zum Beispiel jemand sagt, wenn ich so an meinen Partner denke und an diese Krisen, dann bekomme ich Bauchschmerzen, dann frage ich nicht, kannst du das näher schildern, sondern ich frage, magst du, wenn ich zu dir sitze, mal einfach meine Hand auf deinen Bauch lege oder einfach die Körperstelle berühre, die im Moment angibt. Die Berührung ist total wichtig und es geschieht nichts, ohne dass jemand das möchte. Ich arbeite auch ohne Berührung arbeiten. Das ist das eine. Und das noch wichtiger ist, dass ich nur noch in Gruppen arbeite. Und wenn jemand zu arbeiten beginnt, ist das wie ein Baby, das aus dem Jenseits kommt und sagt, ja, ich will es hier probieren bei diesen Eltern. Und diese Person weckt sofort bei allen Leuten der Gruppe, das sind 8 Personen in der Regel, weckt es sofort heftige Gefühle und Körperzustände. Mhm. Und ich frage die Leute regelmäßig, was empfindet ihr und bitte sie, das auch mitzuteilen. Und was sie mir mitteilen, ist ein Teil ihrer Geschichte, was entweder die Eltern nicht wahrnehmen durften oder nicht wahrnehmen konnten oder sie selber nicht wahrnehmen konnten. Das heißt, im Spiegel der Gruppe entdecke ich oder komme ich langsam an die Nähe, an die Traumatisierung der betreffenden Person. Und für mich ist nicht wichtig, das rauszufinden. Das ist nicht die Erlösung, sondern wichtig ist, wenn wir das Trauma ursprünglich kennen, was hätte die Person gebraucht, um sich entfalten zu dürfen, um sich sicher fühlen zu dürfen. Das heißt, die Heilung ist das absolut Wesentliche meiner Methode. Mhm. Das in Kürze. Die Heilung und die Neuerfahrung, so wie die Neuerfahrung. Genau. Die heilende Neuerfahrung. Die heilende Neuerfahrung, genau. Ja, ja, und du hast, genau, du hast, also von dir habe ich auch das goldene Tor zum Leben. Das ist dasselbe wie früheste Erfahrungen. Ah, das ja. Wurde einfach neu aufgelegt mit einem etwas wissenschaftlicheren Titel. Okay, ja. Weil das Buch, das hat mich schon sehr tief berührt, als ich das gelesen habe. Das ist mein Schlüsselbuch, wie ich meine Methode beschreibe. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich nochmal ein Buch über meine Methode beschreibe, nämlich wie ich mit Paaren und mit Familien arbeite. Mhm. Weil das so ein altes Lebensthema ist von mir und das möchte ich gerne an die breitere Öffentlichkeit bringen. Ja, magst du vielleicht dazu auch was sagen, wie du da arbeitest? Kann ich gerne sagen, meine Erfahrung ist, dass wenn heftige Gefühle auftauchen bei jedem Menschen, dann ist der Ursprung immer zu suchen in der Schwangerschaft. Und die pränatale Medizin hat herausgefunden, dass die Schwangerschaft entscheidend ist über das ganze Leben später. Das entscheidet, ob ein Mensch eher gesund ist oder ob er eher krank ist und welche Krankheiten er hat. Das wird alles bestimmt in der Schwangerschaft und wie er alt wird und wie er stirbt. Das ist ganz enorm, was die pränatale Medizin herausgefunden hat. Und nicht nur in der Schwangerschaft, sondern am Anfang der Schwangerschaft, dann, wenn die Organe gebildet werden. Mhm. Und wir von der pränatalen Psychologie sind genau zu demselben Ergebnis gekommen, seit rund 100 Jahren, über Patienten, Arbeit mit Patienten und ihren Lebensgeschichten. Also, heftige Gefühle, heftige Körperreaktionen, heftige Schmerzen haben immer ihren Ursprung in der allerersten Zeit und in Paaren treten im Allgemeinen heftige Gefühle auf. Und wenn ich mit dir verheiratet wäre, hätte ich das Gefühl, du bist schuld, wenn ich so verrückt werde. Mhm. Und das ist zwar richtig, dass du der Auslöser bist, aber du bist natürlich nie schuld, dass ich so heftig wütend werde, sondern das ist meine Geschichte. Und meine Geschichte geht zurück an den Lebensanfang.
Und was ich versuche, den Paaren beizubringen, ist, wenn sie so heftige Gefühle haben, dass sie ein bisschen ruhiger werden und erstmal Zeit verstreichen lassen, nicht in die Anklage gehen, du bist schuld, sondern erstmal bei sich bleiben und spüren, wie heftig sie verletzt sind. Und dann kann eine Beziehung, eine Paarbeziehung, eigentlich Spiegel werden, dass ich meine eigene Lebensgeschichte entdecke in meiner Verletzlichkeit. Wenn ich diszipliniert mit dir und mit mir umgehe und nicht in die Anklage gehe, du bist schuld, sondern immer wieder sehe, wo fühle ich mich dauernd verletzt. Und als Partnerin habe ich dich so ausgewählt, dass du natürlich meine Verletzlichkeiten wächst und umgekehrt. Das ist ja das Spiel in Partnerschaft drin. Aber der Partner ist nie schuld, sondern immer nur der Auslöser. Und wenn Paare so miteinander umgehen können, wird die Ärger und der Wut und die Ablehnung vom Partner oder von der Partnerin eigentlich zu einer Dankbarkeit, dass die Partnerin mich nicht verlässt, obwohl ich so verrückt bin. Dann wird die Wut umgedreht zu einer Dankbarkeit. Das ist das, was ich darstellen möchte. In Kürze. In Kürze, genau. Und das Gleiche von den Kindern. Und dass es nicht darum geht, die Kinder zu erziehen, sondern dass die Kinder immer ein Spiegel sind von dem, was wir selber erleben. Von dem, was wir selber erleben und auch von dem, was im Familiensystem präsent ist. Natürlich. Genau. Mhm. Ja. Und meines Wissens ist auch die Zeugung noch ein ganz wichtiger Moment. Also eigentlich bevor, noch früher, bevor die Organe wirklich gebildet werden. Das ist ja eigentlich mein Dreh- und Angelpunkt. Bei meinen Lehrern in Amerika habe ich gelernt, dass die Geburt das Dreh- und Angelpunkt ist von einem Leben und nie so viel Ängste mobilisiert werden und freigesetzt werden und sich dann in der Kleinkindheit und im Schulalter und in der Pubertät und dann in der Partnerwahl und in der Berufswahl sich immer wieder wiederholen. Mhm. Und meine Entdeckung ist jetzt seit etwa 25 Jahren, dass es nicht so sehr die Geburt ist, die der Angelpunkt ist, sondern wie die Seele rüberkommt, die Zeugung. Mhm. Und was das menschliche Wesen, diese Seele, die aus dem Jenseits kommt, hier antrifft. Und da ist meine etwas pointierte Weltanschauung, das ist so, was ich versucht habe zu beschreiben in Verlassenheit und Angst, Nähe und Geborgenheit, so meine ganze Forschung über die frühe Kindheit, dass seit dem Industriekapitalismus wir in einer psychotischen Gesellschaft leben. Weil seit dem Industriekapitalismus wir die Kinder, die Babys, sukzessive zum Schreien erziehen. Das heißt, in uns allen ist ein tobendes Baby verborgen, das nicht nur unendlich traurig, sondern rasend wütend ist, dass es so verlassen wird, dass es so verletzt worden ist. Und wir alle sind normal, wir funktionieren und das heißt, wir halten uns mit unseren Süchten und mit unseren Krankheiten über Wasser, dass wir einigermaßen funktionieren, aber sobald wir tiefer kommen, kommen wir an diese verrückten Strukturen ran. Und wie ich glaube, jetzt so in neuester Zeit, jetzt ist dieses System am langsamen Zerbrechen. Und das heißt, eine Seele, wenn sie rüberkommt, kommt aus dem Jenseits und kommt in diese schwierige Zeit mit der Mama, die so verletzt wurde, mit dem Papa, der so verletzt wurde. Und nicht, weil die schlecht sind, sondern weil die selber schon verrückte Großeltern hatten, also unsere Großeltern, die hatten Eltern. Und das geht beliebig zurück. Ja. Und dieser Übergang ist für die Seele wirklich ein Wahnsinnsschock. Und was wir so in der pränatalen Psychologie erfahren haben, dass jemand alleine gar nicht bewältigen könnte, sondern dass wir alle mit einem Begleiter rüberkommen. Das Phänomen des verlorenen Zwillings, der dann, sobald wir uns entscheiden, es ist hart bei diesen Eltern, aber ich wollte es ja und ich will jetzt bleiben, dann gehen die Zwillinge wieder im Allgemeinen weg. Das heißt also, das ist in der frühen Schwangerschaft irgendwann.
Das ist in der frühen Schwangerschaft, das kann in den ersten Tagen sein, das kann in den ersten Wochen sein, je nachdem, wie schwierig die Übergangsbestimmungen sind. Und was wir so erfahren haben, ist, dass die Zwillinge das schon im Jenseits abgesprochen haben, wer bleibt und wer kommen wird. Das heißt, dass wenn das Kind dann sich, also die Eizelle sich da und dass der Samen sich da einnistet, dass da gar nicht unbedingt schon ein materielles zweites Baby da ist, also vielleicht schon, aber vielleicht auch nicht. Pass auf, es ist so, dass die Medizin festgestellt hat, dass etwa bei der ersten Ultraschalluntersuchung 15% Zwillinge sind. Hm. Also sie haben zwei Wesen. Hm. Aber sie wissen, dass die meistens wieder gehen und so sagen sie den Eltern im Allgemeinen nichts. Wenn es dann ein zweites Mal immer noch zwei sind, dann sagen sie der Mutter, also es könnte sein, dass sie sich täuschen, aber sie würden zwei Seelen immer oder zwei menschliche Wesen sehen. Und diese erste Ultraschalluntersuchung kommt aber in der sechsten, achten Woche, dann sind die meisten schon gegangen. Mhm. Und wenn die Medizin sagt, in 15% der Fälle sind es zwei, dann machen sie die Untersuchung, wenn die Zwillinge schon längstens gegangen sind. Barbara Schlochhoff ist so eine alte Spezialistin für verlorene Zwillinge und die sagt, wir kommen alle mit dem Begleiter wieder. Und das glaube ich persönlich, das glaubt auch William Emerson, das glaube ich auch. Ohne das würden wir es nicht schaffen. Und das ist eine sehr spezielle Beziehung. So was wir erfahren haben, ist, dass die Beziehung zum Zwilling fast näher ist als die zur Mama. Und wenn die Zwillinge gehen, kann das eine immense Krise auslösen bei der Seele, die verlassen worden ist. Und kann sich zum Beispiel so zeigen, dass die betreffende Seele gar nicht Mut hat, sich wirklich auf diese Mama, auf diesen Papa einzulassen. Oder später, wenn sie eine Liebesbeziehung eingeht, dass sie eigentlich immer noch dieses innere Bild hat von dieser totalen Symbiose und dann ihren Partner natürlich restlos überfordert. Also das Zwillingsthema ist ein wichtiges Thema, sobald wir mit diesen frühen Geschichten arbeiten. Ja, das kenne ich selber gut. Und es zeigt sich ja dann wirklich auch im Leben immer wieder, also nie einfach in Beziehungen, so dass so ein sehr, sehr tiefes Bedürfnis nach Nähe da ist oder nach Verbundenheit, ja. Was aber selten in dieser Form wirklich dann entstehen kann. Ja. Ja. Aber die Gefahr besteht dann, dass sich die Partnerin oder die Partnerin mich als Mann überfordert mit ihren inneren Vorstellungen, was sie da also erlebt haben. Ja, es ist spannend. Also ich kenne es auch, dass das in Arbeitsbeziehungen auch ein Thema sein kann. Ja, klar. So, genau. Überhaupt. Ja. Überhaupt. Ja, das ist schön, wie du das geschildert hast, so diese Anfangszeit, die wir einfach gemeinsam gehen, um hierher zu kommen, weil das ja, doch, verrückte Welt ist hier, in der wir leben. Und dieser Übergang ist dieser Übergang, ja. Wenn die Seele aus dem Jenseits kommt. Ja. Und was ich von dir auch gelernt habe, ist so, dass häufig wird ja so sehr auf die Mutter fixiert und auch der Stress, der die Mutter in der Schwangerschaft erlebt, was meistens ja wirklich, wir sind heutzutage, also wir sind alle irgendwo gestresst, dass das wirklich auch negative Auswirkungen auf das Kind hat. Und aber, was du sagst, dass wirklich auch da der Vater sehr, sehr wichtig ist. Das ist eigentlich so eine wichtige Lebensgrundlage bei mir, dass die Mütter bei weitem überfordert sind, weil die an allem schuld sind. Und das ist nicht so. Erstens ist das wirklich eine eigene Seele, die darüber kommt. Und ich glaube, von der Reinkarnation her, dass die schon viele Erfahrungen gemacht hat und mit diesen Eltern jetzt eine neue Erfahrung machen möchte. Aber sie hat nicht die Mama gewählt, sondern diese Seele hat die Mama und den Papa gewählt und ihre Beziehung. Und das heißt, der Vater ist, obwohl die Mama das Baby im Bauch hat, obwohl die Mama das Baby gebiert und obwohl meistens die Mütter
die sind, die mit den Kindern zusammen sind, ist der Vater von einer genau gleich hohen Bedeutung wie die Mutter. Mhm. Und das ist manchmal für Eltern nicht ganz leicht und auch die ganze Psycholiteratur, da werden immer die Mütter für alles verantwortlich gemacht. Und das ist für mich völlig falsch. Mhm. Die Väter sind genauso wichtig. Und die Väter in unserer Gesellschaft zeichnen sich dadurch aus, dass sie häufig abwesend sind und arbeiten und nicht da sind oder die Frauen zu wenig unterstützen. Und das gibt natürlich wieder ein völlig falsches Bild oder ein schwieriges Bild, was die Elternbeziehung betrifft. Mhm. Und wenn ich so Menschen in die frühe Zeit zurückbegleite, eine universelle Aussage ist, dass die Eltern sich sehr viel gestritten haben oder dass der Vater emotional abwesend war. Mhm. Das ist so eine Grundkonstante in unserer Gesellschaft. Und die dritte Konstante ist ja, wenn ein Paar verheiratet ist und die haben ein Paar, dann gehört das Mädchen ihm und der Sohn ihr. Und das ist natürlich verheerend, weil die Mama sich dann all das holt an Nähe und an Wünschen. Wenn ich mit meinem Sohn verheiratet wäre, dann wäre ich glücklich und der Vater genau dasselbe mit der Tochter. Und das ist ein absoluter Missbrauch. Das ist furchtbar für das Kind. Die spüren das genau. Da müssen sie zu viel für die Eltern darstellen. Also da kommt dann diese Erwartungshaltung, also unbewusst natürlich, der Eltern an die Kinder auch, die ja auch viele Kinder fühlen, dass irgendwie ein Erwartungsdruck da ist, aber sie, der nicht ausgesprochen ist und sie nicht wissen, wie damit umzugehen. Und ich nenne das Missbrauch, obwohl dieser Vater die Tochter nie an den Brüsten oder am Geschlecht berührt hat, aber in der Vorstellung von dem Vater heißt es, wenn ich mit dieser Tochter verheiratet wäre, dann wäre ich glücklich. Das ist ein Missbrauch. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, oder? Das muss ja nicht immer so sein. Dass auch wenn, es gibt ja auch wirklich so Töchter, Vater, Tochter oder so. Und das muss ja nicht immer genau so in so ein Extrem sein. Du beschreibst Nein, jetzt da wirklich so richtig, ein ganz. Das ist ein Extrem. Aber die Tendenz ist so. Die Tendenz und vor allem, je besser die Beziehung von Mama und Papa ist, das heißt, je offener die Liebe ist, desto weniger Erwartungsdruck kommen auf die Kinder. Das ist für mich das Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Okay, das ist eine richtige. Und sobald die Beziehung unterbrochen ist, dann sind die Erwartungshaltungen an die Kinder gegenüber enorm. Und das habe ich wiederum an den Babytherapien entdeckt, wenn ich mit Babys arbeite, die viel schreien. Und ich arbeite mit Mama und Papa, dann sind die nicht mehr zu Hause, sondern sind mit dem Bewusstsein im Körper drin des schreienden Kindes. Mhm. Und was ich dann probiere, ist, dass ich versuche, die Mama zu verführen, dass sie in ihren Körper zurückkehrt, der Papa zurückkehrt in ihren Körper. Und was ich feststelle, wenn die Eltern so im Körper des Kindes drin sind, von ihrem Bewusstsein her, dann ist eine Barriere. Und da fließt nichts mehr zwischen Mama und Papa. Liebe ist tot. Und was ich probiere, ist, dass die zurückkehren und dass die Beziehung wieder fließen kann. Und wenn das so ist, ist das Baby meistens friedlich am Körper des Vaters oder der Mutter eingeschlafen. Also du beschreibst wirklich so, dass wenn Kinder sehr, sehr intensiv schreien, dass wir das als Eltern fast nicht aushalten und dann mit dem Bewusstsein. Natürlich, aber ich habe vorher gesagt, im Industriekapitalismus sind wir alle in einer psychotischen Gesellschaft, weil wir alle zum Schreien erzogen wurden. Wir halten das nicht aus, weil wir alle selber so ein tobendes Baby in uns haben. Genau. Deswegen ertragen wir es nicht, wenn Babys weinen. Ja, das ist sehr spannend, weil das kenne ich von mir selber auch. Also, dass ich eigentlich immer so das Bewusstsein hatte, also dass mein Kind darf schreien. Und ich begleite es dahin und so mit dieser Haltung, wenn ich da in die Beziehung mit dem Kind gegangen bin oder mit meinen Kindern und gleichzeitig, was du beschreibst, konnte ich auch ganz gut fühlen, dass ich das gleichzeitig, obwohl ich von meinem Bewusstsein her ganz klar wusste, dass das darf schreien, das ist okay und ihm das auch verbal so kommuniziert habe,
aber etwas in mir war so, und das ist ja auch, wenn wir irgendwo in der Straßenbahn sitzen und da schreit ein Kind, das können die Menschen nicht aushalten. Sicher. Ja. Sei mal mit einem schreienden Kind in einem Supermarkt, wenn Blicke töten könnten, oder in einem Eisenbahn drin. Das löst einfach in allen Menschen unendlich viel aus. Das ist so. Ja. Weil wir selber so viel haben weinen müssen. Und dann kommen all diese heftigen Gefühle natürlich wieder in der Beziehung mit den Kindern und in der Partnerschaft wieder zum Vorschein. Und da versuchen ein bisschen Luft reinzubringen, dass die Leute nicht so heftig reagieren müssen, sondern sich wieder ein bisschen zurücknehmen können und spüren, das ist ein Spiegel von mir, was ich erlebe. Ja, da kommt mir jetzt auch gerade noch so dieses, die Polarität zwischen Männern und Frauen. Und dass ja eigentlich wie so die männliche Kraft, so die raumsichernde Kraft ist und die weibliche, die emotional fließende. Und dass wir da auch wieder in diese Rollen zurückfinden. Und das ist so wichtig, dass es beide Rollen gibt, diesen sichernden Raum. Das ist die große Aufgabe des Vaters, des Mannes, dass er quasi ein sicheres Gefäß schafft, nicht nur ein Haus und Geld, sondern auch ein emotionales, sicheres Zuhause bieten kann für seine Frau, für sein Kind. Genau. Und die Mama ist mir das Fließende, die Schale, die aufweckt. Tröstet und schützt und so weiter. Und es braucht wirklich beides. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Und wir sehen ja wirklich auch so sehr, sehr vieles, ich empfinde es auch so, dass sehr vieles in unserer Welt genau eigentlich vertauscht ist. Also so, dass wir, also ich als Mütter, also dass wir auch viel, viel halten und also überhaupt nicht um die Väter anzuprangern, sondern vielmehr, wir sind einfach auf so vielen Ebenen gefordert und es ist schwierig zum Teil damit umzugehen. Es ist so, weil wir Männer dazu eher neigen, aus emotional schwierigen Situationen uns zu entfernen. Da sind die Frauen allein, da müssen sie. Müssen sie alles. Damit sind sie restlos überfordert. Ist klar. Und das sollte eben ausgeglichen sein. Und von daher ist es gut, wenn die Mama so ein bisschen ihre Schwierigkeiten kennt, wenn der Papa seine Schwierigkeiten kennt und dass sie die Beziehung nicht belasten, sondern immer wieder die Beziehung als Spiegel nehmen, um sich selber kennenzulernen. Ja. Und da auch die Kinder, die ja sehr, sehr klar spiegeln, zum Teil, worum es geht. Und das auch wirklich zu sehen und nicht, also quasi, und als Eltern zu sich zurückzunehmen und nicht primär das Kind zu therapieren zu wollen, das ist ja auch ein großes Thema. Ja. Ich gebe dir dazu ein Beispiel. Ich hatte letztens in meiner Praxis ein 4-jähriges Kind und das war unermüdlich, so zwischen Papa und Mama hin und her zu kriechen. Die konnten praktisch kein Wort zusammen ruhig sprechen. Das war furchtbar, denen zuzuschauen. Und irgendwann hat der Papa gesagt, ja, er möchte gerne was mir erzählen. Das sei nicht nur hier so, sondern das sei zu Hause genauso. Sie könnten nie an einem Abend zusammen noch in Ruhe einen Film schauen, weil der Kleine wäre den ganzen Abend ununterbrochen hier. Und dann ist er nachdenklich geworden und hat gesagt, ja, eigentlich käme ihm dazu in den Sinn, dass er noch emotional seiner Mutter gehören würde und gar nicht mit dieser Frau verheiratet sein dürfe.
Und dann hat die Frau gesagt, bei ihr wäre das eigentlich sehr ähnlich. Sie würde quasi emotional sehr ihren eigenen Eltern, ihrem Vater gehören und wäre gar nicht richtig offen für die Beziehung mit ihrem Mann. Und als das ausgesprochen wurde von den Eltern, habe ich mich an den Kleinen gewandt, an den Vierjährigen, gesagt, ja, eigentlich weißt du, machst du einen sehr anstrengenden Job. Du musst die Eltern dauernd beschäftigt halten, damit die nicht auf blöde Gedanken kommen. Die dürfen gar nicht zusammen. Weil die emotional noch beide mit ihren Elternhäusern verknüpft sind und verbunden sind. Und deine Aufgabe ist es, diese Eltern dauernd zu stören, damit sie nicht zusammenkommen. Und das ist ein schwerer Job. Und etwa 5 Minuten, nachdem ich ihm das erklärt habe, ist er tief und fest an der Seite seiner Mutter eingeschlafen und war auch nach einer Stunde nicht zu wecken, als die Eltern weggingen, hat er immer noch geschlafen. Und die Mutter hat mir nachher hinterher angerufen und gesagt, das hätte ihre Familiensituation verändert. Das ist natürlich schon sehr schön, wenn man so sieht, wie die Kinder eine Aufgabe haben. Und das ist so eine Grundtendenz mit Kindern, dass wir die nicht erziehen, sondern dass die Kinder immer ein Spiegel sind von dem, was wir selber erleben. Das ist so mein großes Anliegen. Ja. Das ist manchmal auch ganz schön schwierig zu entschlüsseln als Eltern. Aber du, die Beziehung auch, die ist manchmal... Also, ja. Ich weiß nicht, was du für Erfahrungen machst in meinen Beziehungen. Das war immer wieder sehr schwierig zu spüren, was ist meins, was ist. Denn nicht nur ich führe Regie in der Partnerschaft, sondern meine Partnerin auch. Und es führen zwei Regies. Und da ist es nicht so einfach zu verstehen, was geschieht tatsächlich im Untergrund. Und sie immer wieder zu verlangsamen und sich zurückzunehmen. Und spüren, was im eigenen Körper geschieht. Und das ist das stärkste Moment, wie wir langsam uns selber auf die Schliche kommen können. Was ist meins und was sind meine Gefühle und wie reagiert mein Körper in einer ganz bestimmten Situation und die Partnerin geht das an. Wenn du jetzt das ansprichst, so zwei führen Regie, da kommt bei mir ganz klar, ganz schnell auch so der Gedanke der Konkurrenz in der Beziehung. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Das ist eigentlich fast ein Dauerbrenner-Thema, dass diese Machtkämpfe sehr intensiv sein können und sich dadurch auszeichnen, dass sie sich dann dauernd aufschaukeln und da versuchen, nicht in diese Konkurrenz, nicht in diese Kämpfe reinzugehen, sondern wirklich, wenn Schwierigkeiten auftreten, dann nicht versuchen zu klären, sondern erstmal zu spüren, was ist, was spüre ich, und dann nach innen fühlen und sich erstmal Zeit geben und wenn möglich eine oder ein paar Nächte verfließen lassen und dann spüren, was sich im eigenen Körper verändert. Wir kommen immer irgendwo wieder aus dieser Situation raus, indem wir mit so schwierigen Gefühlen konfrontiert sind. Und je weniger wir der Partnerin anlassen, dem Kind anlassen, sondern desto mehr spüren, was bei uns angesprochen ist, desto mehr haben wir die Möglichkeit, da wieder rauszukommen. Und da ist es dann unter Umständen wichtig, dass wir nicht nur die Partnerin haben, um als Hilfe und da rauszukommen, sondern dass wir die Möglichkeit auch haben, Freunde, dass wir einen Beruf haben, der uns ausfüllt, dass wir Freizeitbeschäftigungen haben, die wir gerne machen. Also, dass wir ein breites Spektrum haben, wie wir Ressourcen aufbauen können in unserem Leben und nicht alles auf eine Karte, auf die Partnerin bauen. Das ist eigentlich sehr gefährlich. Und immer wieder versuchen, verschiedene Methoden, wie kann ich mich selber heilen, was tut mir gut, was brauche ich, wenn ich in so einer Situation drin bin. Und was ich auch festgestellt habe, wenn Leute in Krisen drin sind, sei das eine Depression oder Migräne, je mehr wir da versuchen rauszukommen, desto weniger Chance haben wir. Sondern erstmal sich einrichten in dieser Situation, was brauche ich jetzt und was tut mir gut.
und dass der Partner mich dann wirklich in Ruhe lässt, weil er weiß, da bin ich extrem verletzlich und dass ich mir erstmal selber eine gute Mutter bin in dieser Situation, ein guter Vater bin in dieser Situation und wenn mir das gelingt, ist das die beste Möglichkeit, um rauszukommen. Mhm. Und da kann man wieder klären, was ist denn eigentlich geschehen, dass wir zusammen in so eine Krise geraten sind. Ja, da ist also die Hingabe gefragt, oder? Sich dieser Krise auch wirklich hinzugeben, ohne sie gleich weghaben zu wollen. Das ist ein Schlüsselmoment. Genau. Die schwierigen Gefühle zulassen, ohne sie weghaben zu wollen. Und das ist natürlich auch eine alte Erfahrung von mir. In diesen Krisen drin, in diesen schwierigen Gefühlen sind auch die großen Schätze verborgen. Und den Leuten Mut machen, so schwierige Gefühle zuzulassen und wirklich zu schauen, was macht das mit mir? Was kommt da aus meiner Tiefe hoch? Was für Träume habe ich? Was für Fantasien habe ich? Und diese schwierigen Gefühle nicht weghaben wollen, sondern das ist ein Teil von mir. Und je mehr wir den Mut haben, das zuzulassen, desto freier sind wir nachher wieder in der Partnerschaft mit unseren Kindern. Und da sind wirklich unsere großen Schätze verborgen. Und ich merke so bei mir, ich bin jetzt 80, das ist nicht etwa so, dass ich quasi, was psychische Probleme, Däumchen drehe und mir geht es gut, sondern ich falle auch heute immer noch in massive Krisen und da hole ich mir, je nachdem, was ich brauche in dieser Situation, um diese Gefühle wirklich zuzulassen und dann schauen, was kommt. Zu fühlen. Zu fühlen. Ja. Ja. Und davor haben wir auch wirklich häufig, wenn wir uns das noch nicht so gewohnt sind, einfach Angst, oder? Wem sagst du das? Letztlich hatte ich eine Krise, wo ich wirklich an den Rand gekommen bin, gedacht habe, jetzt drehe ich durch. Und dann habe ich meiner Therapeutin am Beruf gesagt, ich brauche dich notfallmäßig. Und dann habe ich festgestellt, als ich mich so körperlich auf diese Krise eingelassen habe, dass ich eiskalte Füße hatte. Eiskalt. Und ich habe immer warme Füße. Und dann ist diese Kälte langsam in meinen Körper, die Beine hochgekrochen und nach einer Viertelstunde habe ich einfach nichts mehr gespürt und war tot. Aber das war der absolute Horror. Da habe ich zum ersten Mal begriffen, das war nicht so sehr, dass meine Mutter diesen Suizidversuch gemacht hat, sondern die wirklich schwierige Situation war bei meinen Eltern, dass meine Mutter kein drittes Mal schwanger, ich habe zwei ältere Schwestern, kein drittes Mal schwanger werden wollte von meinem Vater. Und ihn eigentlich nicht mehr geliebt hat. Und als sie gesehen hat oder gespürt hat, dass sie nochmal schwanger ist, ist sie in einen psychosenahen Zustand gefallen. Und da habe ich zum ersten Mal in dieser Therapiesitzung habe ich spüren können, wie ich langsam in dieser Mama drin am Lebensanfang abgestorben bin. Und das ist im Moment ist das der absolute Horror. Aber das ist so erleichternd, das zu spüren und dem nicht auszuweichen und das zuzulassen. Ich kann dir die Quintessenz sagen davon. Ich habe das Gefühl, dass in meinem Alter ich in einer Art und Weise präzise da bin mit meinen Gefühlen. Ich habe mich ein Leben lang darum bemüht, aber so präzise wie jetzt bin ich noch nie in meinem Körper gewesen und in meinen Gefühlen. Das ist großartig. Also das lohnt sich wirklich. Und ich glaube auch, und das ist so die gute Botschaft an deine Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich glaube, dass ich selber eine wunderbare Seele bin, das habe ich jetzt langsam immer mehr entdecken können, aber das ist nicht mein Privileg, sondern ich glaube, dass in jedem Menschen so ein göttlicher Kern verborgen ist. Das heißt, alle Menschen, wenn sie sorgfältig mit sich umgehen, und die Gefühle nicht wegdrängen, sondern wirklich zulassen und den Mut haben, sich denen zu stellen, dass sie immer näher an diesen göttlichen Kern kommen. So gesehen ist jeder Mensch absolut wunderbar und einsam. Einsame Spitze, was der macht und sein Leben ist ein Kunstwerk. Wenn er wirklich getraut, zu sich zu stehen. Das ist meine große Botschaft. Aber der Weg dazu ist nicht ganz einfach. Und ja. Es gibt einfach Leute, die haben so viel Angst davor, dass sie gehen nicht. Das muss man auch akzeptieren.
Aber das ist mein Weg, wie ich versuche, einfach sobald ich in schwierige Situationen komme, immer zulassen. Zulassen und spüren, was da in mir verborgen ist. Fühlen kann ja Franz, fühlen. Ja, und da kommt mir dann William Emerson nochmal in den Sinn. Und William Emerson sagt, wenn wir rüberkommen aus der geistigen Welt, sind wir noch sehr nahe bei Gott. Ja. Und haben dieses viel höhere Bewusstsein als wir jetzt. Mhm. Und im Laufe der Schwangerschaft wird durch unsere ganzen Traumatisierungen wird dieses göttliche Bewusstsein langsam in den Hintergrund gedrängt. Und unsere Lebensaufgabe ist, je näher wir an den Tod kommen, dieses göttliche Bewusstsein wieder zuzulassen. Mhm. Und das finde ich ein sehr schönes Bild. Ja, das ist ein schönes Bild. Ja, es ist ja auch, also wie körperlich wir wachsen und wenn die Menschen, wie alt werden, werden wir auch wieder wie kleiner. Aber innerlich ist eigentlich die Welle anders. Ja. Und da ist die, und das ist ja dein Kongress, da ist die Beziehung, die Berufssituation ist wichtig, die Freundschaften sind wichtig. Aber in der Liebesbeziehung, dort wo die Sexualität, der erotische Austausch ist, dort sind die Beziehungen in der Regel am intensivsten. Mhm. Und das ist die beste Möglichkeit, um sich selber kennenzulernen, wenn wir geduldig sind. Und nicht den Stab brechen über unseren Partner, sondern immer wieder nach innen spüren. Mhm. Ja. Diese Geduld. Ist nicht ganz einfach. Ist nicht ganz einfach, nein. Und was ich gerne möchte, ist den Paaren mit dem Buch, mit dem neuen, den Paaren die Geduld zu geben, dass sie wirklich nach innen schauen und nicht in die Anklage geben wir immer. Du bist immer schuld, wenn wir verheiratet werden, du bist immer schuld an allem. Das ist so, das ist menschlich. Aber dass wir da einen Schritt aktiv zurücknehmen können und sagen, ja, okay, so empfinde ich, aber was ist denn wirklich bei mir und dann nach innen spüren. Mhm. Und dann sind Beziehungen extrem fruchtbar, um sich selber. Und ist das, also manchmal frage ich mich, ist das wirklich in der Paarbeziehung möglich? Weil das ist so schwierig, da nicht bei diesen Schuldzuweisungen zu bleiben. Braucht es, also ich habe wie das Gefühl, da braucht es wirklich eine Gruppe oder einen Austausch und die Beziehungen auch zu öffnen. Also ich meine jetzt gar nicht mal unbedingt sexuell, also vielleicht auch, aber da nicht in dieser kleinen Zelle hängen zu bleiben und das Gefühl zu haben, wir könnten das da drin lösen. Ja. Weil das ist meiner Meinung nach wirklich utopisch. Und die Sexualität ist eine wunderbare Heilungsmöglichkeit, aber in der Gruppe drin hast du quasi den Körper nicht auf der sexuellen Ebene, sondern in der Nähe, in der Geborgenheit, in der Sicherheit. Du darfst alles äußern, du bist so akzeptiert, wie du bist. Und das ist so ein starkendes, heilendes Moment, wenn du spürst, wie verletzlich du bist und du bist so akzeptiert, du wirst gesehen, wie du bist, wie du erlebst und du wirst so akzeptiert und bekommst im Moment das, was du wirklich brauchst. Das würde ich natürlich eigentlich allen Paaren gönnen, dass sie immer wieder mal ab und zu so eine Erfahrung machen können, entweder zusammen als Paar oder jeder für sich alleine, dass sie so auf einer ganz tiefen Ebene sich selber begegnen dürfen. Und manchmal ist das fast unmöglich in der Paarbeziehung. Wir brauchen wirklich, da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass Paare zum Beispiel zusammen sich treffen und sich austauschen. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit für Paare. Also du meinst jetzt mehrere Paare? Oder? Nein, ein Freundespaar. Okay. Ja. Und vor allem, wenn es keine erotischen Vermengungen gibt, sondern klare Grenzen sind, das ist ein wunderbarer Spiegel und an einem Abend hört das eine Paar dem einen Paar zu und dann werden die Rollen getauscht.
Aber manchmal braucht es wirklich auch Hilfen von außen, ein Paartherapeut oder so, ein Paarseminar oder was immer, dass die Leute sich mal ganz tief fallen lassen können und dann auch sehen, wie das ist, wenn der Partner so sich fallen lässt. Und wohin geht er eigentlich und was ist seine große Verletzlichkeit? Das kann eine extreme Hilfe sein für Paare. Würde ich eigentlich allen Paaren gönnen. Genau, das ist, also ich habe das Gefühl, es ist ja wirklich, wir haben immer das Gefühl, es sei ein individuelles Problem und auch individuelles Versagen, aber eigentlich ist es ein globales oder ein kollektives Thema. Und das ist ja das, was ich gesagt habe, dass ich glaube, dass wir im Industriekapitalismus wirklich seit dieser Zeit dieses tote Baby alle in uns haben. Es gibt in allen von uns eine unendliche Wut und Trauer und Verzweiflung und, die alle unterdrückt sind. Und die werden halt immer mal wieder ab und zu angesprochen. Und sich mit diesem inneren verletzten Kern auseinanderzusetzen. Oder wenn jemand so gewalttätig und wütend wird, ist das immer ein Ausdruck von einer ursprünglichen Verletzung. Es gibt keine bösen Menschen, es gibt nur verletzte Menschen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Satz, den du jetzt gesagt hast. Das ist so. Ja. Aus dieser Verletzung, aus diesem verletzten Opfern kamen wieder neue Täter auf die Welt. Ja. Und es gibt keine Täter, auch nicht ein Hitler oder ein Stalin, die nicht selber ursprünglich massivste Opfer waren. Und umgekehrt, es gibt keine Opfer, ohne dass sie in dasselbe Bewusstsein auch Täter sind. Das ist für mich ganz wichtig, dass wir immer wieder gut nach innen spüren und nicht in einer Opferhaltung verharren und sagen, weil meine Mama so war, weil mein Papa so war, deswegen bin ich so. Und, ja, dann leben wir so, aber wir leben dann auch am Leben vorbei. Wir können nur wirklich verändern, wenn wir die Verantwortung für unsere Gefühle übernehmen und nicht in der Opferhaltung drin bleiben. Oder in der Opferhaltung in der Paarsituation. Sondern immer wieder spüren, was hat das mit mir zu tun. Und ich habe diesen Partner ursprünglich, du hast diesen Partner ursprünglich gewählt. Wir haben diese Wahl getroffen und damit wollten wir ein Stück weit eine Heilung versuchen. Bei uns zu erreichen. Und es ist natürlich auch erlaubt, an einem gewissen Punkt zu sagen, das war eine wichtige Erfahrung mit mir, mit diesem Partner, aber ich merke, mein Leben ist hier so, ich möchte das nicht so weiterführen, das ist für mich okay. Also ich würde nicht sagen, ein Paar muss bis an den Tod zusammenbleiben, aber solange sie zusammenbleiben, ist es gut, wenn sie sich immer wieder gegenseitig öffnen können. Aber es ist selbstverständlich, dass du an einem Punkt sagen kannst, jetzt würde ich mich gerne zurückziehen und wieder mein eigenes Leben gehen. Klar. Ja, da kommt mir gerade nochmal so diese Selbstermächtigung, nicht im Opferdenken zu beharren, sondern sich dessen bewusst sein, dass ich mich jederzeit für mich die Verantwortung übernehme und mich selber ermächtigen kann, auch wieder da auszuscheiden. Ich kann die Möglichkeit haben, ich habe alles ausgelot. Merke, so möchte ich nicht und ich darf gehen. Also wenn zum Beispiel ein Mann sehr verletzt war und seine Frau schlägt, dann ist es nicht ihre Aufgabe bis ans Lebenende, sich schlagen zu lassen. Oder wenn er dauernd betrunken ist oder wenn er sie sexuell belästigt, sondern klar, das ist die Grundvoraussetzung in einer Beziehung, klare Grenzen setzen zu müssen. Sonst kann ich nicht leben. Sonst werde ich immer wieder so verletzt, das geht nicht. Und genau damit haben wir also Mühe, diese klaren Grenzen zu setzen, weil so viel
grenzüberschreitende Erfahrungen in unserem Leben passiert sind. Also gerade komme ich vielleicht nochmal auf die Geburt zurück oder auf die Schwangerschaft, weil da ist ja schon der erste Moment, wo einfach ganz, ganz viel Grenzüberschreitung geschieht. Das ist so. Und der Hintergrund ist folgendes: Über sexuelle Verletzungen wird heute beliebig viel geschrieben. Und aggressive Verletzungen, Strafen von Kindern wird auch viel geschrieben. Mhm. Und der emotionale Missbrauch von Kindern ist auch relativ gut bekannt. Und der narzisstische Missbrauch, dass wir von Kindern etwas erwarten, was wir selber nicht erreicht haben. Aber wo die wirklich heftigen Grenzverletzungen geschehen sind, das ist in der Schwangerschaft. Mhm. Und der Hintergrund ist ganz einfach: Wenn wir ein Baby bekommen, die Mama, aber auch der Papa, dann löst das unglaublich heftige Gefühle aus über unsere eigene Geschichte. Und dann reagieren wir entsprechend sehr emotional, mhm, am Anfang der Schwangerschaft oder in der Schwangerschaft drin. Und wenn wir so heftig reagieren mit Ausbrüchen, haben alle Babys immer das Gefühl, ich bin schuld. Und blöderweise stimmt das, sie sind schuld. Aber sie sind natürlich nicht schuld, ja, sondern sie sind nur der Auslöser, ja, dass die Mama, dass der Papa so heftig reagiert. Und was dem Baby dann helfen würde, ist, wenn der Papa zum Baby kommt und das Baby ist ein vollbewusstes menschliches Wesen, seit am Anfang an, ich kann mich von allem Anfang an an mein Baby wenden und mich entschuldigen bei meinem Baby und sagen, deine Mama ist schwer, okay, ich habe mich wieder mal völlig verloren und es ist wunderbar, dass du da bist und ich freue mich, aber manchmal gerade ich einfach, verliere ich meine Grenzen und mit dem Baby so Kontakt aufnehmen kann und wenn das geschieht, dann kann sich ein Baby wieder beruhigen, die Mama genauso. Und da geschehen heftigste Grenzverletzungen am Anfang, wo die Menschen bis heute eigentlich fast keine Ahnung gehabt haben. Solche heftigen Gefühle am Lebensanfang. Und das müssen nicht heftige Gefühlsausbrüche sein, sondern das kann auch ein Papa sein, der plötzlich in eine Depression abrutscht, gar nicht mehr leben möchte. Das spürt ein Baby alles. Jetzt ist mein Papa in einer Depression. Dem Baby kann man nichts vormachen, die spüren alles. Und das Verrückte ist, dass diese, das haben wir auch erfahren, dass diese Babys dann die Eltern bauen, gerne aus dem Bauch heraus die Eltern unterstützen möchten. Da sind sie natürlich überfordert. Das ist klar. Die wirklich großen Grenzverletzungen geschehen in der Schwangerschaft. Und nicht, weil die Mama böse ist, weil der Papa böse ist, sondern weil die selber eine so schwierige Geschichte in sich. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dauernd immer wieder diese schwierigen Gefühle zulassen und die Verantwortung für sich übernehmen und nicht den Partner zum Täter erklären. Ich bin das schwierige Opfer. Und ich denke, was schon, du bist jetzt 80 und hast seit 50 Jahren arbeitest du mit diesen Themen und aber ich denke, in vielen Familien ist jetzt so diese Generation von mir oder vielleicht auch noch jünger, so die erste, die sich wirklich auch mit solchen Fragen der Heilung auch erst beschäftigt. Und das ist so. Da ist wirklich, war vorher einfach keine Kapazität da und kein Bewusstsein dafür. Ja, weißt du, ich habe vorher gesagt, wir sind in einer psychotischen Gesellschaft, aber ich muss dazu beifügen, seit etwa 70, 80 Jahren beginnt sich da etwas sehr zu verändern, seitdem es die Hippies gibt, mit dem Slogan Make Life Not War. Die haben ihre Kinder wieder zum ersten Mal auf dem Körper herumgetragen. Und da durfte das Baby einfach bei der Mama sein und musste nicht weinen. Oder wenn es weinen musste, dann war die Mama dauernd da oder auch der Papa. Und da ist etwas Neues entstanden. Durch die Hippies in den 60er, 70er Jahren und als die verschwunden sind oder in den Hintergrund getreten sind, wurde das wie zu einer Massenbewegung in unserer Gesellschaft. Und es gibt heute, ich würde so schätzen, ein Drittel bis ein Viertel der Menschen tragen ihre Babys wieder auf dem Körper herum und progressive Eltern nehmen ihre Babys auch schon wieder ins Bett. Sie dürfen in der Nähe von Mama und Papa schlafen. Und das ist das absolut Beruhigendste, was es für ein Baby gibt. Und da, glaube ich, ist eine neue Art Menschlichkeit entstanden, wo auch die Väter emotional
wieder viel mehr in die Familien zurückkommen, wieder ansprechbar sind für die Mütter, das Elend spüren und auch dafür gerne verantwortlich sein möchten und die Verantwortung übernehmen. Da ist eine neue Art Generation entstanden, wo ich das Gefühl habe, da beginnt sich wirklich etwas in der Gesellschaft zu ändern. Das kann ich zum Beispiel feststellen, wenn ich früher mein Fenster geöffnet hatte gegen den Garten, dann hat im Januar hier ein Baby geschrien und im Sommer hat da drüben ein Baby geschrien und dann im Oktober hat hier wieder eins angefangen. Das hat praktisch aufgehört. Mhm. Die Eltern hören heute auf ihre Babys und da hat sich wirklich etwas sehr verändert. Mhm. Und ich glaube, da kommt eine neue Menschlichkeit und damit habe ich auch meine große Hoffnung für die Zukunft, dass wir nicht einfach untergehen müssen mit unserem Irrsinn, in dem wir sind, sondern dass da etwas Neues, Tragfähiges zum Vorschein kommen wird. Eine größere Menschlichkeit. Da bin ich zutiefst überzeugt. Und eigentlich sehr hoffnungsvoll, was die Zukunft betrifft. Und da haben die Frauen eine wichtige Rolle. Und da haben die Frauen auch den Vorteil, dass sie das Baby im Bauch drin haben und dass sie das Baby gebären und dass sie das Baby an ihrem Körper tragen können. Die sind irgendwo mehr mit ihrem Körper verbunden als wir Männer. Wir haben es leichter, einfach abzuschalten und uns unseren Beruf und den technischen Anforderungen, die der Beruf stellt, dem zu widmen und müssen uns ein bisschen weniger mit Gefühlen auseinandersetzen. Aber ich sehe auch, dass Männer immer mehr sich öffnen. Und das ist wunderbar. Ich denke, da ist ja vielleicht gar nicht so gefragt, dass die Männer jetzt irgendwie öffentlich weinen und so, sondern oder die Gefühle wirklich so fließen lassen, sondern vielmehr so ein Gefühlsbewusstsein für sich selbst entwickeln. Ja. Und da ist mein Gefühl, da sind die Männer auf einem, nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer, da ist eine alternative Form von Menschen da, die eine neue Menschlichkeit am Entwickeln sind. Ja. Und das ist ein bisschen im Schatten von den großen Kriegen und man redet nur über die Kriege, dass die Mütter wieder ihre Kinder herumtragen und die Väter wieder in ihre Familien zurückkehren. Darüber liest man nichts. Das ist nicht so. Das ist nicht so, nicht so populär. Ja. Aber da bin ich wirklich sehr optimistisch, dass da etwas Neues kommt. Und erst wenn das unser System jetzt, in dem wir leben, das zusammenbrechen wird, dann werden diese Menschlichkeit dann sehr gefragt werden. Ja, das berührt mich sehr, wenn du das aussprichst. Ja. Ich lese gerade ein Buch im Moment über die Anfänge der Menschheit, so die ersten Millionen Jahre, Zehntausende von Jahren. Und die Frauen haben immer eine extrem wichtige Rolle gespielt. Die spielen auch jetzt wieder eine zentral wichtige Rolle. Und eben, hoffentlich ziehen sie uns Männer mit dazu. Dass wir mitmachen, sie unterstützen. Das geht nicht ohne euch. Das geht nicht ohne. Ja. Also du siehst so eine rabenschwarze Seite, was unsere Zukunft betrifft. Und dass wir in eine schwierige Zeit gehen, aber auch eine extrem hoffnungsvolle Seite. Ja. Und die hoffnungsvolle Seite wiegt immer wieder. Das wird auf jeden Fall gut werden, was da kommt. Aber wir müssen geduldig sein. Ja. Mit uns selber, mit unserem Partner und mit unserem Kind. Ja. Ja, Franz, ich habe jetzt gerade so das Gefühl, die Sache ist rund. Mein Gefühl auch. Gibt es etwas, was du noch sagen möchtest? Nein, das ist gut so. Ja. Und danke dir für die Einladung, dass ich mich äußern durfte. Und ich hoffe, dass du möglichst gut gehört wirst von deinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja.
Ja, das hoffe ich auch. Ja, ja, ich wünsche uns allen eine Welt, wie du es jetzt geteilt hast, wirklich mit dieser Vision. Und eine bessere Welt. Ja, eine menschlichere Welt. Menschlichere Welt. Und genau. Wo die kreativen Kräfte, die menschlichen Kräfte wieder mehr zum Vorschein kommen. Mhm. Ja. Ja, vielen Dank. Danke dir. Franz. Für das Interview. Und ja, dann verabschieden wir uns von euch und danke, dass ihr dabei wart und bis dahin.